Kitty, Maniküren, Lächeln, Schweigen. Verstanden? Jawohl, Herr Gendarme. Gelandet. Die russische Delegation ist in Genf verbunden. Der Sonderzug mit der französischen Delegation. Und damit ist nun auch der letzte der vier Außenminister hier in Genf eingetroffen. England, Sir William Ashley. Ich brauche nicht zu betonen, wie wichtig diese Konferenz ist. Ich war eingeladen zum Abendessen. Hört sich vielleicht komisch an, aber mit dem englischen Außenminister. Mit wem? Ich gebe dir gleich was hinter die Ohren mit dem englischen Außenminister. Du willst sagen mit Sir William Ashley? Sie sind Sir William? Ja. So, ja. Nein, das stimmt. Wie haben Sie sie denn bloß kennengelernt? Durch einen kleinen Hund. Durch einen Hund? So klein war der. Ja, der hatte sich verlaufen. Aber Sir. Und dann haben wir sogar an Haustüren geklingelt, das Mädchen und ich. Sir. Ich kenne Sir William seit 20 Jahren, aber offenbar kenne ich ihn doch nicht. Er hat sich in einer Weise verändert, die einfach beunruhigend ist. Ist mit dem englischen Außenminister zu Abend und fragt, was passiert ist. Wir haben doch alles gelesen, steht doch ganz es besteht die Gefahr, dass die Presse die gestrige Zusammenkunft von Sir William mit ihrer Angestellten missdeutet. Verzeihen Sie, ist hier die Dame, die gestern... Kitty Dupont, bitte, hier hinaus. Sie gefällt dir also? Ja, gut. Sehr gut. Ich meine, ich finde sie wunderbar. Das ist die Art, in einem Satz einen ganzen Roman zu erzählen. Wieso? Es war alles ganz... Ganz sachlich, meinst du? Ja. Bin ich schwer? Na, es geht so. Ich find's herrlich. Sie auch? Ja, ich auch. Mein Vater sagt, es gibt nicht viele Leute, die sowas richtig genießen können. Ja, es gehört eben auch ein bisschen Glück dazu.